Ja, ich habe das Privileg, euch Monika Reusser vorzustellen. Sie wohnt in Steffisburg, gelernte Kindergärtnerin, jetzt in der Eheseelsorge oder als Ausbildnerin in der Eheseelsorge tätig. Da werden wir noch kurz dann etwas hören. Sie ist über 30 Jahre schon mit ihrem Mann Bernhard verheiratet, hat 3 erwachsene Kinder in den 20er. Und wir haben ja nachher die Möglichkeit, noch am Bistro einen Kaffee zu trinken. Und für alle die, die dort Monika treffen, habe ich jetzt noch ein paar Verhaltenstipps. Falls ihr Monika seht und sie rennt plötzlich davon und lässt alles stehen und liegen, dann ist es wahrscheinlich, weil sie einen Schwalbenschwanzschmetterling gesehen hat. Das ist etwas, für das lässt sie alles sein. Und überhaupt Natur und die Schöpfung, das ist etwas, was sie fasziniert und was sie schon ganz als Kleine davon überzeugt hat, da muss irgendein Schöpfer dahinter stehen. Falls sie euch ein Bild von ihrem Schatz zeigen will, dann kann es sein, dass dort ihr Ehemann drauf ist, aber es kann auch sein, dass ihr E-Bike drauf ist. Ja. Das ist schon hart Konkurrenz zum Ehepartner geworden, sage ich, biete ihre Mobilität, auch mit den Einschränkungen, die sie hat. Was ihr ja nicht machen dürft, wenn ihr noch unter 80 sind, ist den Kaffee schlürfen. Das bringt sie innerlich zum Kochen und dann weiss man nicht, was passiert. Also, no go. Und wenn ihr sie einfach seht, an einem Tisch sitzen, ganz allein, dann leidet sie nicht unter Einsamkeit, sondern sie freut sich, einfach Leute zu beobachten. Das macht sie nämlich ganz gern. Irgendwo ansitzen und Leute beobachten, was die so machen, wie die angelegt sind, wie sie sich verhalten. Gut, jetzt sind wir gerüstet für Begegnungen nach dem Gottesdienst. Monika, du sagst, deine Hingabe ist es, dass Menschen Gott als einen Gott kennenlernen, der es gut mit ihnen meint, wo ihnen gute Sachen gibt, wo es ihm eine Freude ist, ihnen Gutes zu tun, so wie du den Gott kennengelernt hast. Jetzt, wenn das irgendein Multi-Lotto-Millionär aus seinem Swimmingpool, aus der Penthouse-Suite in Manhattan twittern, dann könnte man sagen, naja, der kann ja das schon sagen. Wenn es du sagst, hat das noch ein anderes Gewicht. Und dem wollen wir heute Morgen ein bisschen nachgehen. Du hast von Haus auf nicht so viel von dem Gott mitbekommen. Du hast aber schon, hast du mir erzählt, früh gespürt, vor allem durch ein bestimmtes Erlebnis, dass es ein Gut und ein Böse gibt und dass es zwischendrin kein neutrales Territorium gibt. Erzähl uns doch das Erlebnis ganz kurz und was es mit dir gemacht hat. Das war so, wir sind daheim am Familientisch gesessen und haben da zusammen geplaudert. Und da fragt auf einmal mein Bruder, du Monika, sag mir mal, du bist ja da auch noch in die junge Kirche gegangen. Hast du mir einen Trick, wie man mir eine Kollegin helfen könnte? Die ist in der Gotik-Szene und die mag einfach das Licht nicht mehr verleiden. Bei Tageslicht schreit sie fast und das geht ihr so schlecht. Ja, hättest du noch einen Trick? Und wie wir da so berichten sind, ist innerlich bei mir etwas abgegangen. Ich habe wie gemerkt, so wie ich lebe, einfach, es gibt das Gute, es gibt das Schlechte, aber ich lebe schön zwischendrin, die graue Zone, die ist gross. Habe ich auf einmal gemerkt, nein, das Grau gibt es nicht, es gibt schwarz oder weiss. Und dann sind wir ins Bett, dann zumal habe ich meinen Bernhard schon gehabt, als Freund. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ich muss wissen, für was wo ich leben will, schwarz oder weiss. Und ich will auf die Suche gehen. Dein Mann, dein heutiger Ehemann, der ist auch mit dir auf die Suche gegangen. Dieser Frage auf die Spur gekommen. Du bist da drin zur Überzeugung gekommen, dass Jesus lebt, dass es den Gott gibt. Erzähl uns doch kurz, wie das gegangen ist. Ja, eben, wir haben auf die Suche wollen, aber nicht so gewusst, wie das geht, weil ich selber komme aus einer Familie, mütterlicher und väterlicherseits, wie sehe niemand weit zurück, wo wir christgläubig waren, praktizierend in dem Sinn. Und da haben wir einfach gedacht, ja, jetzt gehen wir einfach in verschiedene Kirchen, gehen hören, wir tun uns informieren. Und da hatte ich eine Kollegin gehabt, in Meggiwil, wo ich dann zumal gearbeitet habe.
Und ich wusste, die geht so in eine Freikirche und habe die gefragt, wie tut man da am besten suchen. Und die hat uns gleich zu den Mennoniten zu Langnau geschickt, die gegen einen coolen Jugendbibelkurs. Dort sind wir her. Und nach der Predigt habe ich gewusst, mal, das geht mir an, Jesus ruft mich. Aber ich muss zuerst mit meinem zukünftigen Mann reden. Als wir von Langnau rausgefahren sind, sieht es enden. Wir sind uns nicht mehr einig, mein Mann und ich, wer es hat gesagt. Aber eins hat gesagt, du, ich habe einen Fehler gemacht. Und das andere, oh, hoffentlich nicht der gleiche, wie ich. Und dann haben wir gemerkt, dass wir beide das Ziehen hatten und hätten führen wollen, unser Leben Jesus geben. Und beide waren wir einander im Weg gewesen. Und dann haben wir am Dienstag drauf, für die Geschichte kurz zu machen, bei meinem ehemaligen Pfarrer angerufen, ob wir die Kirche brauchen dürfen. Und sind dort, in der Buchenkirche, haben wir zu zweit, mein Mann und ich, unser Leben Jesus übergeben. Merci vielmals für den Einblick. Jetzt können wir denken, das Leben Jesus übergeben mit Gott, jetzt wird alles einfach, jetzt bewahrt er euch vor allen Problemen. Aber ihr seid dagegen gerade in eine ziemliche Ehekrise geschlittert, ein bisschen drauf runter. Erzähl uns doch kurz. Ja, wirklich, das hat drauf runter ziemlich gekracht. Wir haben wirklich existenziell ganz gefährliche Ehekrise gehabt. Und ja, das hat uns durchgeschüttelt. Wie habt ihr jetzt, vorher, als ich euch getroffen habe, hat es gar nicht nach Krise ausgesehen. Irgendwie haben wir wieder zusammengefunden. Was hat euch geholfen? Also dann haben wir ja dann eben unseren Gott schon kennt, Jesus. Und sicher hat uns Gott geholfen, in erster Linie. Aber ohne ein Ehepaar aus unserer Gemeinde, das sich sehr intensiv für uns eingesetzt hat, viel Zeit gebraucht hat, die uns geholfen. Und etwas, was ich so im Rückblick auch denke, was sehr wichtig war, ist so eine vorlaufende Gnade von Gott. Obschon wir beide nicht christlich aufgewachsen und mit diesen Werten, haben wir beide zusammen, wo wir geheiratet haben und den Raum der Ehe betreten haben, haben wir keine Türen gehabt, wo drauf ist gestanden, Scheidung oder Trennung. Wir hatten die Türen nicht einmal gehabt. Und mir ist heute bewusst, dass das sehr eine grosse Hilfe war von Gott, dass es die Türen nicht hat gegeben. Weil wenn du so in Lebensnöte bist, so nicht mehr kannst leben, aber es keine Türen gibt, wo drauf steht Trennung oder Scheidung, dann musst du eine andere Lösung finden. Und so haben wir eine andere Lösung gesucht und durch Gottes Hilfe und eben auch Menschen, die er gebraucht hat, Hilfe gefunden. Durch das Erlebnis bist du selber in die Eheberatung hineingekommen. Du leitest mittlerweile eine grössere Eheberatung namens Lisa. Vielleicht hat es auch für Leute, die gerade in einer Beziehungskrise stecken, was wäre so dein erster Rat an sie, wenn jetzt aus all deiner Erfahrung? Also ja, mein Mann Bernhard mit einem Team leitet das Lisa-Ehe-Atelier, das ist es so, sie sind sehr engagiert. Und mein Rat wäre, Gott ist der Dritte im Ehebund. Wir haben ja eben vom Bund gehört. Und Gott ist im Ehebund mit drin. Und das heisst, er wird jedem Partner geben, was er braucht, für das er die Ehe nach seinem Bild leben kann und auch in der Ehe glücklich sein kann. Und ich denke, es braucht das, dass man sich einfach wirklich an Gott hängt, sich an ihn wendet in diesen Nöten. Dann ist immer Hilfe sicher, wenn man die Hilfe annehmen will. Und noch etwas ist ganz wichtig, das finden zwar die meisten eingeschlossen, am Anfang gar nicht cool, wenn wir uns an Gott wenden und er uns zu Hilfe kommt. In Ehenöte, dann tut er nicht mit der Veränderung von meinem Partner anfangen, sondern mit meiner eigenen Veränderung. Merci vielmals. Gott hat die Monika aber nicht nur nicht vor einer Ehekrise bewahrt. Vor 9 Jahren hast du Symptome an deinem Körper, die dich zum Arzt gehen lassen haben. Und du hast eine Diagnose bekommen,
wo einem den Atem stocken lässt. Was war das? Ja, ich habe plötzlich habe ich nicht mehr können mehr normal bewegen, den Arm lüpfen, habe ganz starke Sensibilitätsstörungen gehabt, mit dem Darmproblem. Und nach einem Doktorbesuch und MRI ist ganz schnell klar gewesen, dass das MS ist, also Multiple Sklerose. Jetzt MS, für die, die Krankheit nicht kennen, von außen sieht man die nicht. Irgendwie etwas an, wie fühlt sich das an, was heisst das Leben mit MS? So Gott sei Dank sieht man es nicht so an. Also, als ich mir so überlegt habe, ja, wie könnte ich das beschreiben, habe ich gedacht, ich fasse das einfach mal so zusammenfassen. Früher bin ich schon ein kleiner Powerfrau gewesen, mit viel, viel Temperament. Mein Mann hat jemanden gesehen, wir mögen mich manchmal fast nicht paar. Und heute bin ich durch Krankheit halt einfach eine kleine Schlaftablette. Es ist so, dass ich vor allem mit dem Laufen Mühe habe, also weit laufen oder lang ein No-Go. Ich habe sehr, sehr starke Schmerzen, häufig Muskel- und Nervenschmerzen. Ich habe grosse Probleme mit dem Darm, mit der Blase. Da hat mich Bernhard schon ein paar Mal retten. Irgendwo abholen, weil es einen Unfall gegeben hat. Ich habe Sensibilitätsstörung, also viele Körperstellen, die ich nicht spüre. Und einfach ein Wohl, also ein Befinden, es ist mir nie mehr wohl. Also ich stehe auf, ich fühle mich wie abgeschlagen, ich fühle mich einfach gar nicht mehr wohl in meinem Körper. Das gibt es nicht mehr, das Gefühl. So würde ich es etwa kurz beschreiben. Also als Schlaftablette kommst du mir zwar überhaupt nicht über, also, aber... Du hast mich eben früher nicht gekannt. Genau, offensichtlich. Jetzt könnten die Leute sagen, ja, aber du glaubst doch jetzt an Gott und du hast gesagt, du bist sogar überzeugt, der will Gutes für einen. Warum heilt der dich nicht? Dann würde ich auch antworten, frag Gott gerade selber. Ich weiß es nicht. Aber du bist trotzdem überzeugt von seiner Güte? Total, ja. Er meint es gut mit mir und er tut so viel Gutes für mich. Es ist ihm eine Freude, mir Gutes zu tun. Das erlebe ich täglich. Vielleicht andere würden sagen, ja, Gott würde dich ja schon heilen, aber du musst vielleicht noch das und das machen oder da ist noch ein Problem in deinem Leben, das du zuerst musst bereinigen musst. Und erst dann kommt die Heilung. Was antwortest du ihnen? Ich glaube, wenn so eine Frage versteckt, also indirekt oder direkt an mich herkommt, wie sie schon kam, dann habe ich zuerst einen inneren Weg zu gehen. Ich koche innerlich fast und denke innerlich. Ehrlich, bist du ein bisschen nass. Wenn man eine solche Krankheit hat, dann stellt man sich die Frage zwangsläufig, wenn man mit Gott unterwegs ist, ob da etwas im Weg ist. Und ich müsste den inneren Weg gehen, um einfach dieser Person nachher auch wieder eine anständige Antwort zu geben. Ich würde einfach sagen, jetzt habe ich den Faden verloren. Stellst du mir nochmal die Frage? Das ist eben ohne Symptom von meiner Krankheit, dass man auf das Mal ein Schieber etwas wegnimmt. Jetzt dass du zuerst noch etwas müsstest machen, damit Gott dich heilen kann. Stimmt, genau. Und da habe ich eben ein Erlebnis gemacht. Ich habe die Frage wirklich vor Gott auch gestellt. Du hast Gott gesagt, Herr, steht noch etwas im Weg? Ist Schuld da, Fehler da in meinem Leben, vielleicht in meiner Familie? Ich habe gesucht und gefragt und da hat Gott mal ganz deutlich zu mir geredet und gesagt, los, jetzt hörst du mal auf, da geh grübeln und geh stochern. Ich sage dir schon, wenn etwas noch dumm sein sollte. Und da habe ich gesagt, okay, Herr, machen wir einen Deal. Du sagst mir, du erforschst ja mich, du kennst mich gut, wenn doch noch etwas vorkommt. Dann tust du mir das sagen und ich tue dir die Verantwortung übergeben, dass du dafür sorgst, dass ich das auch kapiere, also auch wahrnehme und nicht verpasse. Und seitdem habe ich Ruhe. In dem Ringen mit dieser Krankheit hast du gesagt, hat Gott einmal zu dir geredet, etwas, was so gegen aussen fast ein bisschen lieblos könnte wirken, aber du hast es überhaupt nicht als lieblos empfunden, sondern als stärkend. Kannst du uns kurz da drin, was hast du erlebt? Ja, es ist eben
harte Zeit denn in diesem Jahr 2010. Da habe ich vor 6 Monaten vor der Diagnose ist auch ein familiäres, ganz schweres Ereignis auf uns zugekommen mit dem jüngsten Kind, wo mich persönlich in die tiefste und verzweifeltste Not hat gebracht, die ich je kennt. Und eben 5-6 Monate später die Diagnose MS. Und da habe ich mich schon mit meinem Gott auseinandergesetzt. Ich kenne zum Glück oder praktiziere sehr das Schweigespräch mit Gott. Also ich rede manchmal mit Gott so wie jetzt mit dir hier. Auch sehr mit meinen Worten halt, die auch nicht gegen die schönsten sind. Und da habe ich mal gefragt oder habe ihm so gesagt, Herr, das mit unserer Tochter, jetzt die Diagnose, wenn ich so auf mein Leben schaue, ja, dann bin ich doch einfach die Beschissene und Betrogene, aber sollte das für ein Gottes Kind nicht anders sein? Und da bin ich unterwegs gewesen und das vergesse ich nie mehr. Da habe ich wirklich ein revolutionäres, das hat mein Leben stark geprägt und verändert, eine Begegnung gehabt mit meinem Gott, mit meinem Vater, wo mir auf seine liebende und väterliche Art etwas erklärt hat. Er hat mir gesagt, schau, Monika, in der Bibel steht, der Mensch lebt 70, 80 Jahre. Und du und ihr Menschen, ihr nehmt das Leben, die 70, 80 Jahre, so wichtig, so ultimativ wichtig, wie das dir in dieser Zeit geht. Aber es steht doch auch in der Bibel, dass für mich, als Gott, einfach wo die ganze Ewigkeit gehört, das hat keinen Anfang, hat kein Ende, dass für mich das Leben von 80 Jahren ein Haschen nach Wind ist, so ein und dann ist es vorbei. Und probier mal, einen Schritt hinterher zu stehen und das in diesem grossen, ewigen Bogen zu sehen. Ist es denn auch so wichtig, wie es dir genau in diesen 80 Jahren geht, wenn daneben eine ganze Ewigkeit ist? Und das hat mir so, so viel erklärt, wirklich auf eine liebende Art und Weise. Und ich habe auch etwas begriffen, jetzt eh persönlich begriffen, für mich, das ist vielleicht nicht für alle gleich, aber ich habe begriffen, Jesus hat am Kreuz gesehen, alle Krankheiten sind geheilt. Es ist vollbracht. Und ob jetzt das «Es ist vollbracht» ist gültig, aber ob jetzt das eine Punktlandung macht in die 70, 80 Jahre rein, in das Kleine, das weiss ich nicht. Das ist Gott vorenthalten. Und da habe ich auch wie Ruhe und Frieden gefunden, ob ich geheilt werde, ob ich nicht geheilt werde. Es ist einfach Gottes Sache. Zum Schluss noch die Frage, was gibt dir jetzt Kraft und Mut, wenn du auf das Leben mit dieser Krankheit schaust? Was würdest du Menschen, die mit dieser Krankheit leben, an Mut und Kraft oder Zuversicht zusprechen? Sie sagen, dass du sagst, hey, diese Perspektive, die hilft mir, mit dieser Krankheit glücklich zu sein und an einen gütigen Gott zu glauben. Da würde ich auch als erstes sagen, es ist ganz wichtig, heute zu leben. Heute ist dein Tag und das, was heute geht, das tust du geniessen und dir nicht Gedanken und Sorgen machen, ob das morgen anders ist, Rollstuhl, Pflegeheim, was auch immer. Es ist wichtig, wie es heute ist. Wenn ich mir Sorgen um das Morgen mache, dann verpasse ich mein Heute und somit mein Leben und auch den Moment, für glücklich zu sein. Und Gott hat mir auch gesagt, ich soll dankbar sein. Dankbar sein für die Sachen, die gut gehen. Am Morgen, wenn mir alles wehtut, ihm danken, sagen, dass ich selber aufstehen konnte. Und so die Dankbarkeit ist für mich auch so ein Vorwärtsziehen. Und noch etwas anderes, was mir persönlich sehr am Herzen liegt, die Beziehung zu Gott, wo ich wie gemerkt habe, in diesem Frieden innen, Gott lasse Gott sein, wie er ist, aus nicht wollen, selber zu wissen und wollen zu wissen, was er jetzt tun sollte, heilen oder nicht heilen, ihn einfach Gott sein, der souveräne Gott. Weil er sieht selber, es kommt niemand mehr nach ihm.
Und er kann einfach entscheiden, was mit meinem Leben ist. Und er kann einfach sagen, was soll sein. Und das möchte ich mir und uns allen zusammen sagen. Ringen wir doch in schwierigen Lebenssituationen darum, dass wir einfach unseren Gott, den souveränen Gott, sein lassen, wo er ist. Die gehört einfach Gott. Und hören wir auf, wollen Recht zu haben und wollen wissen, was jetzt besser wäre für mich. Monika, ich habe glaube noch nie so eine belebende Schlaftablette in meinem Leben kennengelernt. Ganz herzlichen Dank, dass du zu uns gekommen bist, dass du etwas von deinem Leben geteilt hast. Merci vielmals. Bitte, gerne.